Willkommen zurück und wir machen einen Monsterauftrag, reden dazu mit Graf Beledal, aber vorher, damit wir auch was sehen, pennen wir ein bisschen. Ja, 4 Uhr morgens, das heißt Sonnenaufgang steht unmittelbar bevor. Okay, hier werden Monster angezeigt, aber wohl erst unter mir. Das könnte sein, dass hier... in der Höhle was los ist, aber jetzt rede ich erst mal mit dem Winzer hier. You fail to understand. These are huge, the size of pigs or dogs. Black and hairy, spewing webs. Mm-hmm. Not talking about spiders then, talking about arachnomorphs. Call them what you will. You must smash the rogues, will you? Those caves would be prime barrel storage were it not for the beasts. Na, wenn ich eins mag, dann sind's doch Spinnenhöhlen. Need to talk about my reward. Du bist ein Weinhändler, du hast gut Geld. Fangen wir mal mit 200 an, gibst du mir eh nicht. Not far now. We find ourselves a hair from agreeing. Na ja, komm. I knew we would agree terms. Das sind schon echt ganz schön mickrige Löhne. But they sure breed like them. Best nip the problem in the bud. I'll look into it. Chuchote-Höhle. Klingt auch ein bisschen mexikanisch. Ja. Freiwillig in die Spinnenhöhle reingehen, ey. Na gut. Achso, ja. Spinnenöl auftragen, beziehungsweise Arachnidenöl, Bestien, Hybriden, Vampir, Verfluchten. Relikt, Nekrophagen, Insektoiden. Na, da hört man sie schon. Gleich springt mich eine an. Und dann schreie ich. Hau ab, hau ab. Oh Gott, da geht's voll zu. Oh Gott, oh Gott. Müssen es immer Spinnen sein. Katze war vielleicht doch nicht die beste Idee. Ah ja, da ist schon der erste. Also Axi hat sich eigentlich als ganz praktisch erwiesen. Das Coole an dem Katzentrank ist, da verschwindet die Spinne so ein bisschen im Hintergrund. Aber ihr müsstet mich hier sehen, ich bin echt empfindlich, gerade wenn sie einen aus dem Nichts anspringen. Okay. Ha. Die Dark Messiah Story, habe ich die schon mal erzählt? Oder habe ich die Eye of the Beholder Story schon mal erzählt? Oder die... Ach, die sind alle gleich, die Stories. Mich reißt's einfach voll. Was ich übrigens immer vergesse, ist das aktive Quench-Schild. Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch wieder deaktiviert. Aber der Wirbelwind ist einfach super.
Ja, ich wollte ja noch einen Absud nehmen. Vielleicht sogar noch einen zweiten. Je vergifteter, desto besser, oder? Nochmal mehr kritische Treffer. Jetzt aber, Leute. Genau, jetzt muss natürlich mein scheiß Schwert kaputt gehen. Schauen, ob ich das schnell reparieren kann. Geht aber wahrscheinlich im Kampf nicht. Ja, geht doch. Ey, 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 ey. Hey. Du Fucker, du. Da war es nur noch einer. Na, verkehrt. Okay. Stimmungsvoller ist das schon ohne Katze, ne? Any tidings? All taken care of. Went inside and cleaned up. Thank the gods. And you too, of course. Wine trade. Been at it for a while? Not terribly long, to be candid. I apprenticed to be an alchemist, but proportions were never my strong suit. So I took to trading in wines. More pleasant, I must say. One drinks on the job and no one ever complains. Makes sense. And the world's always a bit more bearable on a buzz. Was looking to buy something, maybe sell something too. So, was hat er denn alles Schönes? Trank der Leerung. Ach so, hat ihn auch. Okay. Ja. Das ist natürlich praktisch. Den sollte ich mir mal merken, den Typen. Was es da nicht alles gibt. Der hat ja ungefähr alle Schemata.
Und jetzt ist irgendwie das Spiel abgeraucht. Was ist jetzt? Ich stoppe mal die Aufnahme. Irgendwie ist das Spiel jetzt abgestürzt. Blöd. Naja, wenn es so ist, dann ist die nächste Folge 10 Minuten länger. Bis dann.